Mein Partner-Pokémon ist aber knuffig. Lass mich gegen es kämpfen. Nee, es ist besiegt. Als Trainer Kevin. Ich kann Duplo einsetzen. Schläft nur gerade noch. Jetzt ist aufgewacht. Endlich. Na, danke. Das ist ja nicht so stark irgendwie. Gut, Levelunterschied. 28 zu Level 44. Macht dann auch noch einiges aus. Nix. Nö, können wir eigentlich drinnen lassen. Wow. Ist ja nicht viel passiert. Trinken hier. Man darf sich eben nicht von einem süßen Äußeren täuschen lassen. Jo, 5 Hyperbälle. Und nochmal 3 Hyperbälle, ist klar. Man kann es auch übertreiben. Na, du. Eigentlich würde ich ja lieber mehr arbeiten, als hier die ganze Zeit nur zu angeln. Also ist Angeln nicht deine Arbeit. Du bist aber Angler. Angler Aloisi. Alois. Joa, Rasierblatt. Papadorne. Aber du bist easy. Da muss ich mir ja nicht mehr anstrengen. Du bist echt nicht von schlechten Eltern. Ja, keine Ahnung, was mit meinem Vater ich, aber mit meiner Mutter ich ja zu Hause. So. Sportangelzone. Ohne Angel. Und hier finden wir eine Sprühdose Schutz, die ja eigentlich total irrelevant ist in dem Spiel. Das wird der Kampf des Jahrhunderts. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Naja. Naja. Angler Hans. Adventarpador.
geschieht. Welche Wunder, ne? Level 40. Du hast hier die schwachen Wasser-Pokémon. Das war spitze. Ja. So viel zum Thema Anglerkönig. Hast du sonst noch was zu sagen? Je lieber man etwas tut, desto besser wird man darin. Habe ich recht? Das ist auch der Grund, warum ich so ein unschlagbar guter Angler bin. Ja, aber nicht ein guter Kämpfer. Und ich komme nicht auf diese Insel. Bislang. Gehen wir kurz nach unten. Okay. Ah, noch Parfüm. Immer mit der Ruhe, das Warten ist auch eine der Freuden des Anglers. Angler Florenz fordert dich heraus. Mit einem Pokémon. Einen Kapuzin. Ja, RIP. Ja, voll geil. Ups. Hey, warte doch. Nee, nee, ich warte jetzt gar nicht mehr. Das war's schon. Oh ja, es hat etwas angebissen. Hä? Wo denn? Wo denn? Ah, jetzt, ja. Ein Pokémon-Kampf. Angler Arthur. Das ist Sternen A. Verzeiht. Schwupps. Das war so, das war wohl ein zu großer Brocken. Ja. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir hier diese komische Brücke auf der Seite auch erstmal erledigt. Ich sehe, da oben geht es noch weiter. Oh, jetzt geht's wieder nach oben. Hallo. Kennst du den Opa, der auf Route 12 wohnt? Der hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Tja. Das war, glaube ich, der da unten, der nicht wusste, ist der Mr. Zauberns. Mein über alles geliebtes Pokémon wurde im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Hier, nimm diese TM. Ich benötige sie nicht länger. TM50 Ruheort. Du erspähst einen angelnden Mann. Oh, wow. Du kannst den Pokémon-Turm sehen. Na, no, fast. Hier ist er in der Richtung. Der erste Stock ist eine Aussichtsplattform. Von dort aus bietet sich ein herrliches Panorama. Ja, da war ich ja gerade. Weiter geht's. Route 12, da waren die ja. Oh, da hinten ist ja schon die Stadt. Da ist ja nicht mal mehr ein Trainer. Okay. Können wir erstmal Pokémon heilen.
Ja. Dann nehmen wir jetzt noch die eine Route mit, die wir noch die ganze Zeit nicht mitgenommen haben. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir auch weitermachen mit Pokémon kämpfen. Gegen Pokémon Trainer. Also Pokémon Trainer kämpfen. Lol. Aussichtsplattform. Ja. Natürlich. Und da ist auch wieder ein Pokémon-Assistent. Assistent des Professors. Sebastian. Du erinnerst dich doch. Erinnerst du dich noch an mich? Mensch, ist genau was hier heute los. Ich bin's, Professor Eis Assistent. Nein, naja, Seifs. Jedenfalls hat mir der Professor aufgetragen, zu überprüfen, ob du bereits 30 verschiedene Pokémon in deinem Pokédex registriert hast. Ja, habe ich. Wenn ja, dann soll ich dir die Richterfunktion zugänglich machen. Also, wie sieht's aus? Hast du mindestens 30 verschiedene Pokémon-Arten gefangen? Ja. Wie ich sehe, hast du 60 verschiedene Arten registriert. Super, gute Arbeit. Damit hast du dir diese neue Funktion für deinen Beutel redlich verdient. Lass mich mal sehen. Richterfunktion. Wenn du dir jetzt den Bericht eines Pokémon anschaust, kannst du auf den ersten Blick erkennen, über welches angeborene Potenzial es verfügt. Ah ja, Y. Ja. Exzellentes Potenzial. Akzeptables Potenzial. Super Sterne. Großes Potenzial. Akzeptables, großes. Stratratz, ey. Mega gut, Pikachu ist klar. Sehr großes Potenzial. Das ist sehr groß. Okay. Also kann man noch markieren. Gut. Reicht erstmal, um das zu wissen. So ein Ärger. Ich muss nach Lavandia. Aber dieses riesige Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt. Tief und fest. Wie soll ich da vorbeikommen? Das ist schon weg. Was? Der Weg ist jetzt frei, sagst du? Oh, tausend Dank. Ja. Um von Azulia City nach Lavandia zu gelangen, solltest du offenbar den Felstunnel durchqueren. Ja, das hatte ich ja gemacht. Die Aussicht von hier ist einfach umwerfend. Ja, ich bin halt hier ein bisschen spät durchgekommen. Das sieht man ja, dass ich da hätte schon viel früher durchgehen können. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, originelle Spitznamen für sie zu finden. Meine Pokémon kriegen fast täglich neue Namen von mir, weil mir die alten nicht mehr gefallen. Wenn du
nach Lavandia willst, durchquerst du am besten den Felstunnel. Du kannst ihn von Azuria City aus erreichen. Ich kann doch den Weg da hinten lang gehen. Ich bin ja im Prinzip von der Richtung gerade gekommen. Ich musste gerade nicht durch den Felstunnel. Ich habe meine Pokémon mit viel Hingabe trainiert. Jetzt müssen sie kampfbereit sein. Ja, ob sie das jetzt wirklich sind? So, weil sie es müssten. Höre Tanja. Bummelwurf. Ach ja, hier ist das singende Pokémon. So, Schaufler da mal. Also heute sieht es wohl nicht so aus, dass wir irgendeinen Orden bekommen. Einfach weil wir hier so die ganze Zeit um Trainer bashen. Trainer bashen, Trainer bashen, Trainer bashen, Trainer bashen. Tschüss, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja. Und hier ist ein Item. 5 Superbälle. Gibt's Traumato. Und Superschutz. Aber ich bin jetzt ins winzige Traumato reingerannt. Ich veräppel. Blim, 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 blim. Level up. Sindana erreicht Level 41. Traumato. Das Hypnose-Pokémon. Wenn man immer in der Nähe eines Traumato schläft, zeigt es einem nachts manchmal Träume, die es vor langer Zeit verspeist hat. Im Kampf entscheiden einzig und allein die Würfel über das Schicksal meines Charakters. Du bist Rollenspieler. Ich werde auch nicht Pen and Papers in letzter Zeit auch wieder so groß geworden. So. Rocket Beans, die tun da ja für immer ganz viel. Aber ein Pokémon Pen and Paper ist, glaube ich, auch so schwierig. Die Frage ist ja auch, wie man es am besten zum Beispiel gestaltet. Also aus Sicht des Trainers oder aus Sicht der Pokémon? Ich glaube, aus Sicht der Pokémon wäre das irgendwie spannender. Also wie bei Pokémon Mystery dann. Muss man sozusagen Pokémon Abenteuer erlebt mit Pokémon. Die Würfel sind gefahren. Also als Sicht des Pokémon. Und hier als Sicht des Trainers. Thank you.
schnell machen, ich würde wirklich hier Fangserien stehen. Dann müsste ich hier überall ausweichen. Ich bin der Stärkste in meiner ganzen Crew. Okay. When you deserve, dann wird's wohl nicht stimmen. Hä? Matrose Valentin. Hat ein Flagman. Und mal gucken wir dann an, ob du das schaffst. Stachel. Sehr effektiv, die sind aber nicht viel weggegangen. Das ist ein Level 18. Also, man merkt, wir sind hier wirklich ziemlich spät. Na, komm. Wenn uns einfach Aquaknallen antun kann, obwohl es sehr effektiv ist. Wenn ich gewinnen will, muss ich wohl stärkere Pokémon in den Kampf schicken. Da solltest du vielleicht ein paar fangen, ne? Und trainieren. Und hier liegt einfach ein Ball im Weg drin. Noch ein Traumato. Ja, die sind alle auch nicht stark, die Pokémon. Hier Traumato zum Beispiel, Level 217, glaube ich. Sehe ich jetzt gar nicht mehr. Kapsel X-Abwehr. Ja, man sieht das hier schnell weg. Ja, 9 wahrscheinlich wieder. Tag auch. Sind die Leitungen bei dir zu Hause alle sicher? Ja, glaub schon. Muss den Schraubenschlüssel hier weglegen. Elektriker Dennis fordert dich heraus. Level 18, wollte mal. Ne, jetzt machen wir einfach mal hier das Schaufel, ist auch egal. Ganz ehrlich. Lichtschild, naja gut, so egal. Dann nicht, wenn wieder Lichtschild kommt. Wobei, ich glaube, das geht sogar durch, ja. RIP Voltoball. Du stehst ja förmlich unter Strom. Ja. Wow. Pantymos. Wie gesagt, eine Fangserie ist mir egal. Ich kann ja einfach mal Pantymos dazwischen klatschen. Ich hab nach links gemacht, nicht nach rechts. Ey. Pantymos. Das Sperre-Pokémon. Pantymos ist begabt im Minenspiel und trainiert dieses jederzeit. Es kann andere dazu verleiten, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren. Okay. Einfach mal easy. Easy. Eins habe ich noch vergessen zu erwähnen. Schone die Umwelt und spare Energie. Na, hast du auch sicher nicht vergessen, das Licht auszuschalten? Meine Mutter ist zu Hause, wenn er macht, sie da. Die sitzt da in Alabastia rum und Goodies. Elektriker Jürgen fordert dich heraus, außerdem habe ich gar keine Lichtschalter gesehen zum Drin. Noch die Tipp auch.
Gute ist, die Pokémon, die haben keine Fähigkeiten. Das heißt, ein Magnetino schwebt auch nicht. Ich kann mich ganz einfach vergraben und das Pokémon angreifen. Ohne an irgendwelche Fähigkeiten zu denken. Voltoball. Ausgeknipst. Die Kinder heutzutage stehen echt unter Hochspannung. Diese Wortspiele. Lockparfüm. Findet ihr irgendwie nur denselben Müll? Nulls. Und Supertrank. Ah, gut. Tränke sind immer gut. Oh, Panimos. Level 17. IP 220. 20, okay. Pokémon Box. Bisher habe ich noch nie gewonnen. Das ist gut. Das ist für uns ganz gut. Gentlemen Watchers. Mit einem Bullpass. Komm, wir machen mal Sternschauer. Ja, aber es könnte. Jetzt wird es uns auch noch verwirren. Ist klar. Oh, wir setzen uns einfach Sterne rein. Läuft. Easy, gewonnen. Das habe ich kommen sehen. Ja. War ja klar. Wie ein Kampf ausgeht, ist reine Glückssache. Damit tröste ich mich immer, wenn ich verliere.